Hallo und willkommen bei Doppelknoten Fit. In diesem Video soll es um diese Teile hier gehen. Das sind Gamaschen oder sogenannte Gaiters. Und ich erzähle euch, warum ich die mittlerweile auf jeder Tour mit dabei habe. Ja, ich habe mich im Zuge meiner Recherchen ein bisschen umgeguckt, vor allem im deutschsprachigen Raum, und habe mal so nach Gamaschen gegoogelt. Und habe dann vor allem diese ganz schweren Dinger gefunden, die man sich so anzieht, wenn man dann irgendwie auf Wintertouren geht, die einen vor Nässe und Schnee schützen und so weiter. Und zu diesen Teilen hier habe ich gar nicht so viel gefunden. Deswegen geht es jetzt nicht um speziell diese Marke oder so etwas, sondern einfach nur um diese leichten Gaiters. Ja, was sind überhaupt diese Gamaschen? Ich habe versucht, eine Übersetzung zu finden und habe im Grunde einfach keinen deutschen Begriff da gefunden, außer leichte Gamaschen vielleicht. Ansonsten nennen die sich Trail Gaiters. Das sind quasi speziell Gamaschen, sehr leichte Gamaschen, die man nutzt, wenn man beispielsweise Trailrunning macht oder halt auch wandern. Und in dem Zuge habe ich die dann auch geholt und werde euch jetzt zeigen, was die großen Vorteile davon sind. Bevor wir zum Aufbau kommen, hier das große Warum überhaupt diese Teile. Denn diese Dinger nützen nichts für Wärme, also sie bringen einem nicht irgendwie mehr Wärmekomfort oder so etwas in den Schuhen. Außerdem nützen sie nichts gegen Schnee oder Schneematsch, aber vor allem einen großen Zweck haben sie, was bei mir besonders wichtig ist, und ich glaube, dass viele auch dieses Problem haben. Denn immer wenn ich unterwegs war, auch mit hohen Schuhen, das heißt, es mussten gar nicht Schuhe sein, die jetzt irgendwie niedrig sind, sondern auch halbhohe. Ich hatte ständig das Problem, dass ich kleine Steine, Dreck, Schmutz in die Schuhe gekriegt habe und dann nach 2-3 Kilometern irgendwas mich gedrückt hat und ich die Schuhe ausziehen musste, um diese Steine da rauszuholen. Ja, und dann dafür genau sind diese Teile nämlich. Ich habe, seitdem ich die benutzt habe, auf einigen Touren jetzt getestet habe, zieht man die sich ganz schnell an und man hat wirklich einfach gar nichts mehr im Schuh. Ja, die Gaiters halten Schmutz und Steine raus, allerdings auch so ein bisschen Matsch. Das heißt, wenn man bei nassem Regenwetter und so weiter läuft, dann halten die auch ein bisschen den Matsch ab, was aber garantiert, also das ist nicht die Aufgabe dieser Teile. Die sind einfach sehr leicht, man kann sie sich immer schnell überschmeißen. Das heißt, man kann sie notfalls auch einfach mal im Rucksack haben, und wenn man sie jetzt nicht braucht, wenn man zum Beispiel nur die ganze Zeit auf der Straße läuft und gar keinen steinigen Untergrund hat, dann kann man die auch einfach abnehmen. Ansonsten gibt es nur einen kleinen Nachteil, den ich entdeckt habe, ist, wenn es wirklich sehr warm ist und man belüftet seine Schuhe ja dann auch dadurch, dass man läuft und oben die Wärme halt aus den Schuhen herauskommt, dann ist es so, dass die natürlich auch noch ein bisschen die Wärme drin halten. Obwohl die sehr dünn sind und der Stoff hier oben sehr leicht ist, ist es natürlich trotzdem so, dass ein bisschen die Wärme gefangen wird. Ansonsten kann ich die wirklich immer überschmeißen und habe gar keine Nachteile. Ja, wie sind diese Gaiters aufgebaut? Ganz einfach, wir haben relativ dünnen Stoff und dann haben wir die Möglichkeit, hier vorne einzuhaken am Schuh mit diesem Haken. Dann haben wir die Möglichkeit, oben am Bein sozusagen, am Knöchel noch ein bisschen enger zu ziehen. Und wir haben die Möglichkeit, unter dem Schuh einfach nochmal so einen Riemen durchzuführen, um nochmal den einfach noch ein bisschen besser zu befestigen am Schuh. Und es gibt verschiedene Modelle. Es gibt zum Beispiel auch welche, die haben das nicht. Das ist jetzt aber gar nicht so relevant, nur einmal, um es zu sehen. Also es ist relativ schnell, kann man die anziehen, und das werde ich euch jetzt zeigen. Man schmeißt die sich im Grunde einfach über erstmal, indem man sich so anzieht. Und dann kann man die sich so kurz hochstülpen, dann nimmt man seinen Schuh, ich schlüpfe da jetzt einfach mal rein, damit das ein bisschen schneller geht. Dann zieht man die sich runter und dann kann man hier vorne diesen Haken schon mal nehmen, um die einzuhaken. Dann hört man, dass das so ein bisschen klacken. Und jetzt ist es so, dass man sich hier diesen Riemen holen muss. Dann führt man sich den nach innen, macht hier die Schlaufe auf, zieht den da durch. Und dann kann man das natürlich noch ein bisschen strammer machen. Und dann macht man hier einfach zu. Und dann sitzt das schon mal ganz gut. Und jetzt guckt man natürlich noch, dass das hier nicht so rumwabbelt, und zieht das hier hinten fest. Ganz wichtig dabei, wenn man anfängt zu laufen, schwellen die Füße ein bisschen an. Macht euch das also nicht zu eng, sonst habt ihr nachher, wie ich das hatte am Anfang, hier richtige Streifen, weil sich das richtig einschneidet. Also macht das nicht zu eng. Und dann sitzen die über dem Fuß, schützen hier alles ein bisschen. Hier oben kommt nichts mehr rein. Ja, und dann kann man
so loslaufen. Wenn man dann keinen Bock mehr auf die hat, dann geht das auch relativ schnell. Dann macht man halt diesen hier, macht hier oben eben schnell ab und kann die relativ schnell ausziehen. Und wie gesagt, der einzige Nachteil, den ich sehe, ist wirklich, wenn es sehr heiß ist, dann trappen die doch hier so ein bisschen die Wärme, also im Schuh. Ansonsten top Sache. Was natürlich auch noch wichtig ist, wenn ihr eine lange Hose anhabt, gerade dann, wenn es ein bisschen kühler ist und diese Hose geht so oder so schon über die Schuhe hinweg oder gerade wenn man hochgeschlossene Schuhe hat, dann braucht man natürlich diese Teile nicht. Aber gerade wenn es dann wärmer wird und man hat eine kurze Hose an, dann war es bei mir halt so, dass ich das gebraucht habe, damit die Steine nicht da reinkommen. Also sozusagen, gerade dann wird es wichtig, wenn man sich umstellt auf wärmere Temperaturen. Ja, für wen sind diese Teile dann überhaupt etwas? Ich denke mal, für alle Leute, die so wie ich ständig Dreck und Steine in ihren Schuhen sammeln und die das endlich leid sind und nicht diese super dicken Gamaschen anziehen wollen. Ja, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da, abonniert vielleicht sogar den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einem anderen Video. Macht's gut, ciao!